Ich geh ins Licht. Ich sag mal so, also wenn der Herr Tobias von der Bildfläche verschwindet, ich glaube nicht, dass das jemanden auffällt. Wir können Naja. ja, zur Not kann man ja immer noch sagen, er ist irgendwo, ja, läuft durch die Gegend und sucht neue Erzvorkommen oder ist verschüttet worden. Natürlich, natürlich, aber das potenziell für meine Magie und ich würde keinen potenziellen, potenzielle Leute für mich verschwinden lassen. Ja, dann müsste man ihn irgendwie versuchen einzufangen, wo er allerdings auch nicht rauskommt. Aber ich werde ihm erstmal ein Schild schreiben müssen. Ansonsten kann man noch das nehmen, denke ich. Ich kann ihm auch ein Schild geben, weil ich kann ja Holz verarbeiten und die Holzfällerei hat erstmal genug Holz da, dass man ein paar Schilder machen kann. Okay, weil ich möchte etwas machen. Jetzt gerade noch. Ah, verdammt, das war wieder Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal schnell in die Holzfällerei. Da mache ich Ihnen ein Schild fertig und da können wir uns auch noch in Ruhe unterhalten, weil da steht momentan dran, dass er geschlossen ist. alles klar. Wissen Sie eigentlich, was das hier für ein Baum ist? Weil ich habe. Ich glaube, das war der Herr Olaf. Ich habe so einen Baum abgebaut und da kamen so silberne Kugeln raus. Und die habe ich dem Herrn Olaf gegeben. Leider Gottes wusste ich damals noch nicht, dass er einen Kreis über den Kopf hat. Ich möchte es jetzt mal ungern aussprechen hier. Und ich habe davon auch. Ja. Hier ist noch so Setzlinge. Die wollte ich halt auch hier mit anbauen bei der Baumfarm. Und ich weiß ja nicht, ob sie irgendwie was damit an verwenden können. Weil es die blaue Farbe und das Holz sieht halt schon recht magisch aus. Schert ihr euch da mal raus? Das sind keine Mitarbeiter, oder? Nein, das sind Hunter, die passen auf, dass hier keine Werwölfe reinkommen. Aber die machen gern, was sie wollen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen später mal was zeigen. Ja, gerne. Okay, Achso, ein Schild. Kommen Sie ruhig rein. Hier sind sogar noch zwei drinne gewesen. Ach, danke. Das sind die Hunter. So. Wenn hier geschlossen dran steht, kommt hier keiner rein. Sie wissen Sie vielleicht, wo man Glas herbekommt? Vom Herrn Ramon. Verkauft er das auch in einem Automaten oder? Ja, aber ich habe ihn vorhin sogar gesehen. Es müsste gerade wach sein. Okay. Und da er ja zur Stadtwache gehört, also. Nee. Oh, gut. Nee, ich muss die dort echt mal wieder rauswerfen. Ja. Ja, er gehört ja zur Stadtwache, weil ich ihm wirklich vertraue. Es ist alle. Was war denn da drin? Glas. Da, hier in dem Automaten war Glas drin, das konnte man kaufen. Brauche nämlich diese Glasscheiben und die wären wichtig für, Also diese dünnen Glasscheiben. genau, diese dünnen Die Glasscheiben. verkauft auch, die hat er mir auch zubereitet für mein Haus. Paramorden? Hallo. Dürften wir Hallo. reinkommen? Ja, kein Problem. Ich habe immer noch keine Türen, leider. Ach, dann sagen Sie doch mal was, dann mache ich Ihnen welche. Ach so, Sie können Türen herstellen oder Hier, ich wie? kann Holz verarbeiten, natürlich. Ach so, ja gut, dann
Weiß ich nicht, ja. Dann würde ich gerne 3 bestellen. Okay. Oder wenn es geht auch Ich kann auch mehr machen. fünf Fünf, oder ja. 6. Können wir machen. 6, ja. Ramon. Ja. Sie stellen auch bestimmt diese dünnen Glasscheiben her. Also diese Glasplatten. Ja, Ja, die ja. sie für mein Haus gemacht haben. Ja. Ich Natürlich. bräuchte davon welche. Und wie viele? 4 Stück. 4 Stück. Genau. Okay, das könnte ich sogar recht schnell anstellen. Einfach kurz warten und dann, ja. Ja, ich Alles klar. nehme den Herrn Melvin mal kurz mit in mein Haus. Da kann ich ihn auch gleich, wenn ich noch Holz habe, die Türen machen. Ansonsten müsste Ja. ich dann mal schnell in die Holzfällerei. Ja. Okay. Ach so, Ja. ist ihr... Nee, leider nicht. Es ist nämlich, ich bräuchte nämlich wieder Holzstämme zu kaufen, die ich kaufen könnte. Die habe ich alle da hinten im Holzfällerlager. Ach so, ja Die, gut. ich hole ihn dann welche. Ja. Okay, dann bis gleich. Sie können ruhig mitkommen, Herr Melvin. Abgelenkt. Bitte nicht wundern über den ganzen Dreck. Ich habe noch nichts gefunden, wie man hier leichter hochkommt. So viele Köpfe. Das sind alles meine Trophäen. Unmöglich, sie haben wenigstens ein Dach. Ja. Kann ich vielleicht kurz ihr Schwert haben? Könnten wir eigentlich wieder. Ich überlege gerade, ob ich Ihnen das noch zeigen soll. Sie wissen ja, dass ich ja rumgetestet habe und so ein Rezept bekommen habe wegen den Wölfen. Und ich vertraue Ihnen jetzt etwas an. Ich hoffe, Sie werden das nicht der Stadtwache beziehungsweise den Leuten in der Stadt erst einmal erzählen. Natürlich nicht, sie die Stadtwache. Ja, Erzähl. denn mir wurde halt sowas übergeben. Plus einmal hier das Rezeptbuch. Und als ich herumgeforscht habe mit den Sachen, die da drinne standen, kam halt das heraus, das Problem ist allerdings, ich brauche sowas. Ich habe davon aber nur noch diese zwei und ich weiß nicht, wie man die vermehrt. Das Fräulein Sissi wollte ich jetzt nicht fragen, weil das so eine ganz komischen roten Pilze sind. Oh, Familie. Ich glaube, das wird etwas schwieriger. Dafür braucht man eine Art andere, nicht wie normales Gras, das man einfach Weizen anpflanzen kann, sondern etwas komplizierteres, was man woanders herbekommt. Okay, das heißt, ich kann in der nächsten Zeit erstmal keine weiteren Tränke machen. Ne, mit den zwei glaube ich nicht. Naja, ich brauche eins für drei Tränke. Und eins müsste ich halt definitiv aufheben, um das irgendwie zu vermehren. Könnte ich den Trank und das Buch eventuell wieder Ja. haben? Ich habe halt derzeit nur drei Tränke und ich will halt jetzt auch nicht die ganzen Ressourcen dafür verschwenden, die ich habe. Okay. Wollen wir erstmal zurückgehen, denn ich bräuchte das Glas. Ja, das können wir machen. Bevor es vielleicht Nacht wird.
Ja, ich weiß auch nicht, wann die nächste Mondphase kommt und was das für eine wird. Ich bin auf dem Weg. Ist der Rammer noch nicht aufgetaucht? Ich bräuchte aber dringend das Glas. Das noch heute fertigstellen kann. Also fertigstellen Autsch! Autsch! Ich geh ins Licht. Oh, dann kommen Sie schnell hier rein. Ja, aber ich glaube, nee, der ist außer. Ja, es dauert, aber man kann sie zu Fall bringen. Ja, und ich muss das jetzt gerade alles ein bisschen schneller herangehen lassen. Ich muss schnell zu Tobias und dann muss ich noch was herstellen. Ja, wollen Sie mitkommen? Ich will ganz kurz meine Hunde, dass sie ein bisschen sicher sitzen. Ja. Hier Marble bräuchte ich auch. Weiß gar nicht, wie ich das hingetan habe. Egal. Achtung, Achtung, wer. Jetzt in Tobias wieder. Wie kommt der hier rein? Ui. Ui. Lassen Sie ihn. Ja, darunter will ich jetzt nicht. Ich auch nicht. So wirklich. Heilig. Das heißt, die wird erstmal zugemacht. Da Ja. muss ich hier gleich noch ein Schild dranhängen. Ich schätze, ich kann so. Okay, ist der Werwolf hier irgendwo? Okay, schon. Naja, ich muss da noch ein Schildchen hängen. So. Der Werwolf wird es mir verzeihen. Nicht, dass das der Herr Tobias war. Ja, ich hätte sie ja Aber aufgeben. der hat mir seine Gestalt gezeigt. Ich glaube, er ist schwarz. Und der Werwolf hatte eine Rüstung an. Nicht, dass das vielleicht sogar noch ein Anhänger vom Herrn Tobias war. Irgendwie einer seiner Untergebenen oder sowas. Ja, ich würde es nicht hoffen. Dann müssen wir uns definitiv was einfallen lassen. Ja, das tut wieder Tag. Das heißt, ich muss es morgen machen. Naja. Ja. Ich werde mich dann erstmal schlafen legen. Das werde ich jetzt auch. Ich und meine Kratzer und Wunden, die ich gerade von dem Kampf mit dem Werwolf davongetragen habe, mal Ja. reinigen. Ja, wenn Sie Hilfe brauchen in Sachen Werwolf einfangen und Tobias, dann sagen Sie sofort Bescheid. Die Stadtwache steht auf jeden Fall hinter Ihnen. Alles klar, gut zu wissen. Gut. Dann erstmal ein erholsames Nickerchen. Danke, gute Besserung für Ihre Wunden. Danke.